So, willkommen. Mein Name ist Turia und ich leite die Essenzarbeit oder Dimension des Seins, wie wir sie nennen, zusammen mit Vasomati. Die Essenzarbeit ist für mich eine ganz wunderbare Arbeit und eine besondere Arbeit, weil sie Meditation und Therapie miteinander verbindet. Da ist eine Verbindung da zwischen diesen beiden Methoden, kann man sagen. Ja, und die Essenzarbeit kreiert diese Verbindung auf eine sehr genaue und sehr präzise Art und Weise. So, Essenz ist ein Seinszustand, in den wir hineingeboren sind. Wir werden geboren als ein Potenzial mit allem. Alles ist möglich. Und was langsam passiert, während wir aufwachsen, ist, dass wir konditioniert werden. Wir bekommen eine Ego-Struktur. Wir werden sozialisiert durch die Schule, durch die Umgebung. Und wir bekommen langsam eine Struktur, eine Persönlichkeitsstruktur, die uns hilft zu überleben. Und das Problem dabei ist, dass wir, wenn wir dann oft so, was wir erwachsen nennen, erwachsen werden, dass wir dann nur noch Persönlichkeitsstruktur sind und vergessen, was eigentlich dahinter ist. Dahinter ist natürlich unsere wirkliche Essenz. Ja, und diese Essenz ist Liebe und diese Essenz ist Freude, diese Essenz ist Vertrauen und diese Essenz ist Mitgefühl. Und diese Essenz, wenn wir den Zugang zu dieser Essenz verloren haben, dann fühlen wir uns verloren, ja, und suchen natürlich immer wieder diesen Zugang. Und was das Schöne an dieser Arbeit ist, dass wir wirklich gucken, wie sieht unsere Persönlichkeitsstruktur aus, wie sieht unsere Ego-Struktur aus, und anstatt zu versuchen, sie zu vermeiden oder sie transzendieren, versuchen wir sie wirklich kennenzulernen und zu sehen, dass sie eine Tür ist in diese essentiellen Zustände. Und dass sie wirklich eine Tür sind in diese Dimension des Seins. Und das Schöne an der Arbeit ist, dass nichts ausgeklammert wird, sondern wir gucken uns die Persönlichkeitsstruktur an, wir gucken uns an, was alles in uns passiert. Und wir sehen, dass das immer wieder eine Tür ist zu was Größerem in uns selber. Das, was wir eigentlich wirklich leben wollen und woran wir uns auch oft natürlich erinnern. Ja, auch wenn ich eine schwierige Beziehung lebe zum Beispiel, weiß ich trotzdem, dass ich Liebe in mir habe. Ja, aber warum lebe ich diese Liebe nicht? Warum reagiere ich die ganze Zeit? Oder warum mache ich alles andere als lieben? Ja, und da gucken wir ganz genau hin. Das Schöne an der Arbeit ist, dass es davon ausgeht, und das ist auch mein Empfinden, mein persönliches Empfinden, dass alles, was wir brauchen, haben wir hier innen drin. Alles, wonach wir suchen, ist da, in meinem Herzen, in meinem Körper, in meiner Spiritualität. Alles ist vorhanden. Das Einzige ist, dass wir immer wieder den Zugang dazu verloren haben. Und wenn wir den Zugang verloren haben, dann oft endet das in halt viel Trauer oder dem Gefühl von Verlorensein oder dem inneren Verlust oder nicht wissen, wofür ich hier bin oder immer die Sehnsucht auf etwas anderes als das, was eigentlich da ist. Das Schöne an der Arbeit ist, dass sie da mit dem geht, was wirklich im Moment da ist. Die Arbeit ist nicht, dass es sagt, du musst dich verändern, um hier zu sein, sondern die Arbeit geht damit mit dem, was im Moment bei dir da ist. Und da gehen wir dann tiefer hinein und gucken, was hat das mit mir zu tun? Was passiert da eigentlich wirklich? Ja. Zum Beispiel, ich bin gerade in einer Trennung und dann kommt viel Trauer hoch und viel Verlust hoch und dann, anstatt zu versuchen, das zu ändern, ist einfach zu gucken, und was macht das mit mir und was bringt das hoch und was passiert da?
nicht versuchen, das anders zu machen oder die Außenwelt zu ändern, sondern zu gucken, was bringt das hoch in mir? Und diese Sachen einfach so lernen anzuerkennen. Lernen einfach auch mit uns selber da zu sein, mit dem, wer wir eigentlich wirklich sind. Wir haben so viel mehr Möglichkeiten als das, was wir wirklich leben. So viel mehr. Aber weil wir Angst haben vor verletzt werden, weil wir Angst davor haben, aus der Reihe zu springen, weil wir Angst davor haben, kreativ zu sein. Wir haben so viele Ängste und deswegen vermeiden wir bestimmte Bereiche in unserem Leben. In dieser Arbeit gucken wir alle diese verschiedenen Bereiche an und benutzen sie alle als eine Tür, um zu meinem innersten Wesen zu kommen.